Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch nach viel zu langer Zeit endlich mal wieder zurück zu Guild Wars 2. Ich weiß, ich wollte schon viel früher mal wieder spielen, aber es kam immer was dazwischen. Momentan ist halt einfach viel los, aber wie gesagt, das Ganze geht weiter. Es dauert manchmal ein bisschen und aktuell sind viel zu viele Projekte am Laufen, aber wenn das mal alles sich wieder normalisiert, geht das hier auch wieder schneller voran. Ich werde noch Koch werden, also wir werden dieses Spiel nicht beenden, bevor ich nicht Köchin geworden bin. So, ich muss mich jetzt erstmal gerade wieder finden. Wir haben letztes Mal in diesem neuen Gebiet aufgehört, waren da dabei, so ein bisschen Herzenaufgaben zu machen. Und ich wurde in irgendeine Gilde eingeladen. Und tschüss, das ignorieren wir mal. Dann holen wir uns mal die Tagesbelohnung ab. Beutel mit Glück. Ja, Beutel mit Glück kann man immer gebrauchen. Okay, was auch immer das jetzt war. Inventar, wo ist der Beutel mit Glück? Den öffnen wir. Nichts geht über Kriegsbeute. Man kann immer Glück gebrauchen. Beutel mit Lorbeeren, ja, nehmen wir auch. Alles mitnehmen. Inventar sieht soweit erstmal gut aus. Ist noch ein bisschen Platz drin. Was ist das? Guild Wars Heart of Thorns. Jetzt zum Spielen verfügbar. Diese Episode der Geschichte wird ab Stufe 80 freigeschaltet. Lodernde Flammen. Sehr gut, sehr gut. Wollen wir jetzt aber nicht. So. Wir waren dabei, hier Zeug zu machen. Ich muss mir erstmal die Map angucken. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind hier. Wie heißt das Ding? Lunars Pass. Da waren wir, glaube ich, gerade. Und ich war auf dem Weg nach oben. Die Sehenswürdigkeit hier, war hier noch ein Fall? Ne, hier war nichts. Wir waren einfach nur am Gucken. Ne, dann gehen wir doch mal, versuchen wir doch mal diese Sehenswürdigkeit hier zu entdecken. Und hier ist noch irgendwie unentdecktes Gebiet an sich. Da können wir eigentlich auch noch mal kurz rüberlaufen. Lass uns mal gerade gucken, weil das ja noch gar nicht entdeckt ist. Aber muss ja wieder reinkommen, Leute, ne? Also wundert euch nicht. Es ist lang, es ist echt lange her, es ist viel zu lange. Tut mir auch leid. Ich versuche es irgendwie besser hinzukriegen. Nur Guild Wars 2 ist halt immer sowas, das habe ich immer nur dann gespielt, wenn Zeit war. Also wenn ich so den Standard soweit erledigt hatte, dann noch Zeit über ist, dann habe ich immer ein paar Folgen Guild Wars gemacht, weil es halt witzig ist. Und das meistens halt sehr früh morgens, aber zurzeit ist so viel los, dass ich morgens meistens relativ fertig bin. Und das bringt nichts, mich hinzusetzen, so komplett müde und dann irgendwie Guild Wars zu spielen, das ist für euch nicht unterhaltsam und für mich auch nicht wirklich spaßig, deswegen ist da in letzter Zeit etwas wenig passiert. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Da oben ist der Weg. Mal, wir gehen jetzt mal auf jeden Fall nach da oben, schnacken mit der. Oh, warte mal, wo geht's dahin? Das ist ein anderes Gebiet, da waren wir schon. Aber egal, wir holen uns trotzdem die Marke da oben erstmal. Oh, warte mal, hier oben ist irgendwie ein Ausguck. Den kriegen wir wohl auch noch. Den kriegen wir wohl auch noch. Und zurzeit ist Schwert ausgerüstet, das weiß ich auch noch. Was denn? Was ist da unten los? Ich gehe mal hier gerade unten rein, da sind Stimmen. Crawl, Fallenstelle, sogar ganz schön viele sogar. Ja, mach mal weiter, ne? Die üben da. Lassen wir die mal üben. Die sollen mal ruhig weitermachen. Wenn die da Freude dran haben, ist okay. Nochmal. Ist okay. So lange, wenn wir es können. Komm ich da nicht hoch? Und es scheint tatsächlich zu. Oh, oh, ein bisschen springen, dann läuft die Kiste. Hallo. Wolltest auch da hoch? Oh, was siehst du? Läuft doch. Oh, scheiße. Oh, jetzt habe ich versagt. Muss ich zugeben? Das lief nicht so gut. Okay, warte, warte. Oh, sieht gut aus. Da oben ist das. Na, mal sehen. Wahrscheinlich kann man sich hier so seitlich irgendwie hochschubbeln. Ich würde jetzt hier so seitlich so... Naja, wahrscheinlich sind wir es von der falschen Seite. Ah, ne. Läuft, läuft. Hoho. Ich wollte schon sagen, wir sind es vielleicht von der falschen Seite angegangen, aber das sieht ganz brauchbar aus. Jetzt würde ich hier so hoch, genau. Jetzt muss man nur gucken. Da lang. Ja, also. Das läuft bei uns. Und jumpen. Oh, oh, oh nein. Ich habe ganz vergessen, dass ich ja jetzt diese Flügel habe. Oh, das war knapp. Das war knapp. Da wäre ich jetzt beinahe zu weit. Da wäre ich beinahe zu weit gefahren. Muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, dass wir ja diese Flügelchen haben. Aber auch das schaffen wir. Auch das schaffen wir. So, ich erwähne auch schon gleich nebenbei, ich bin hier so im Notfalleinsatz. Das heißt, wenn ihr ein merkwürdiges Geräusch eines Samsung-Telefons hört, müssen wir leider Zwangspause machen, weil dann muss ich mich um arme Leute kümmern, die ihr Leben nicht im Griff haben. Ne? So, okay, da unten ist eine Beschütze irgendwie in Quest, aber das machen wir jetzt erstmal nett. So, erstmal gucken. Dann geht das da hoch. Wir gehen erstmal da hoch. Ich will jetzt da hoch. Ich will da hoch und diese Wegmarke einsammeln. Wo ist denn der Weg? Der Weg ist der da unten. Hui, wir können gleiten. Ist das nicht schön? Oh, noch ein bisschen weiter. Es erleichtert uns auf jeden Fall das Erkunden ungemein. Muss man einfach zugeben. Also es hat sich wirklich gelohnt, sich das eben fix zu holen. So, und los geht's. Dann, oh, warte, Holz abhacken. Also ich verspreche euch auch, wir werden bald wirklich kochen lernen. Wir werden das bald angehen. Ich muss hier wieder aktiver werden. Ich muss ja mindestens noch das Addon erreichen. Das war ja auch eigentlich noch Ziel von mir. Wenigstens einmal noch, wir müssen ja noch irgendwie das Addon erreichen. Ich hab's ja bezahlt, ne? Das geht ja so nicht. Das geht ja nicht. Ich kann nicht Geld bezahlen und das ist dann nicht nur gut, wenn man meine Steam-Library anguckt. Trotzdem, ich arbeite sie ja langsam ab. Nur das Problem halt an so einer Geschichte ist, wenn man so viele
so viele ungespielte Games hat, der Zufluss an neuen Games hört ja nicht auf. Also es wird nicht einfacher. Es wird nicht einfacher. Wenn man mit dem Berufsleben so, hat man einfach nicht mehr so viel Zeit. Man hat einfach nicht mehr so viel Zeit, so viel zu zocken wie früher. Und da ist so ein MMO, die kosten ja auch gleich richtig viel Zeit. Oh, ein bisschen Steckrüben hier sammeln, läuft die Kiste. Weiter geht's, weiter geht's. Da oben ist jetzt auch schon die Wegmarke, dann haben wir die auch schon mal. Hallo. Richtig was los hier. Das ist halt der Vorteil, wenn man mal, ihr seht, es ist 10.20 Uhr, es ist mal nicht so früh am Morgen. Was ist das für ein Symbol hier? Modrem-Forscher, wahrscheinlich wieder irgendeine Aktion, die ich nicht mitgekriegt habe. Das Übliche halt, ne? Ich bin ja nicht mehr so im Game, muss man sagen. Rihanna Speerin, guten Tag, guten Tag. Die Abtei Dormant mag in dieser Gegend einflussreich sein. Immerhin befindet sich hier ihre Hauptbasis. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit. Nentos konsolidierte Mine hat sich als Hauptlieferant von Erzen und Edelsteinen für Löwenstein etabliert. Mhm. In letzter Zeit gab es allerdings Ärger mit Skrid und es kam deshalb zu Lieferengpässen. Ohne eure Hilfe wird sich die Lage höchstwahrscheinlich verschlimmern. Ja, das wollen wir ja nicht. Da wollen wir ein bisschen. Wir helfen natürlich gern. Ich bin ja immer hilfsbereit. Das ist ja, kennt ihr ja, wisst ihr ja. Was haben wir denn hier? Also, helft. Ach, oh, ein Glück. Das war nur mein normales Handy. Das war nicht das Notfallhandy. Moment, jetzt muss ich nur gucken. Ah, ne, ist eine E-Mail. Weil wenn das wieder irgendwelche Telegram-Gruppen sind, das ist ja eine Seuche zurzeit, die das dann immer schön erstmal auf Mute stellen. Dann gehen wir doch erstmal dahin. Man konnte sich, glaube ich, keine Marken setzen. Ne? War aber auch nicht notwendig, weil er das nächstgelegene eh immer hervorhebt. Machen wir ein Tow. Moin. War gut bei euch? Oh, siehst du. Läuft doch da lang, da lang, da lang. Jetzt ist die Frage, wo geht's jetzt weiter? Ach, da ist was. Da lacht jemand, das ist doch gut. Freude geht raus. Oh. Ja, ich bin untröstlich. Also wir dürfen noch nicht hauen, da ist noch Quest am Abgehen. Bevor ich mich vergesse. Meister, ich erledige das. Ich will helfen. Noch deren Eier gehören euch. Und eure Leute haben angefangen. Ich rieche einen Kampf. Ja, geht gleich los. Geht gleich los. Niemand außer mir bedroht Lorela. Wenn ihr sie wollt, müsst ihr erst an mir vorbei. Und an mir. Bumps. Oh, 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 was war das? Ich glaube, er hat gefurzt. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas Ungutes ist geschehen, was mich nicht erfreut hat. Na, also, den haben wir weg. Ah, da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Wir können auch diesen Sprung. Na, siehst du. Meine Quests habe ich auf jeden Fall immer noch im Griff. Ah, da kommt, scheinen noch mehr zu kommen. Ihr denkt, vor euch habe ich Angst? Da kennt ihr meinen Boss noch nicht. Heutiges Hauptmenü? Schmerz, wenn wir die Straßensperre noch kaputt machen. Was sollen wir denn machen? Schaufler-Moral 93. Die Straßensperren steigern die Moral der Schaufler, sodass die Schaufler schwerer zu brechen sind. Oh, die machen wir jetzt erstmal kaputt hier. Straßensperre geht kaputt. Ordentlich mal draufhauen auf das Ding. Dann läuft die Kiste. Ja. Haben wir gleich, haben wir gleich. Geht kaputt das Ding. Ja, läuft, das läuft die Kiste. Mal einfach den Weg hier wieder freiräumen. Haben die uns hier eingekesselt, ne? Schön, so eine Straßensperre dahin. Dann läuft das. Oh, nix ist. Mein mächtiger Bär reißt das Ding einfach ein. So, jetzt bist du dran. Noch Fertigkeit lebt noch auf, schade. Die Wut steigt. Die Wut steigt. So, noch mehr von den Viechern. Oh, da ist noch einer. Ui, ups. Oh, haben sie schon wieder sich hier so eine Straßensperre errichtet? Was ist denn los mit denen? Ist ja fürchterlich. Mir irgend so ein Ding. Festbonus. 100 Verstärkung für magisches Gespür. Erhalten von WW-Rang. Bla bla bla. Hm. Nett. Das ist, scheint irgendein Fest zu sein. Ich weiß noch nicht welches. Aber es freut mich. Feste sind immer schön. Das hat weh getan. Hau rauf. Sind aber viele. Sind aber viele Schaufler hier. Jetzt müssen wir ein bisschen draufhauen hier. Ja, weiter, wir sind noch nicht fertig. Da, hier den Schaufler angreifen.
Und dann den noch angreifen. Genau. So. Lief doch. Lief doch. Aufgabe erfüllt. Nimmer wiedersehen. Gut gemacht, Lorela. Ihr habt die Zutaten beschafft, die Hütte gerettet und rabiate Gäste vertrieben. Danke, Meister. Musstet ihr das als Lehrling auch durchmachen? Es floss mehr Blut. Mein Hackbein habe ich mir verdient, indem ich einen Troll für meinen Meister erledigte. Genug geredet. Mehr Omelettes. Ja. Yeah. Reifenei-Omelettes für alle. Und da hinten wächst schon wieder eine Schauflerkanone aus dem Boden. Ja, läuft doch. Aber so ein Greifenei-Omelett will ich jetzt auch nehmen. Ein bisschen Hunger habe ich schon, ne? Wäre ich jetzt nicht abgeneigt, ne? Ich hab mit Scrimmage und Orten gekämpft, wo sauberer war als hier. Ja, hallo, wir sind hier ein bisschen abseits, ne? Dass hier nicht jeder die ganze Zeit am Putzen ist, ist doch klar. So, wo schnell. Kann ich denn hier mal verkaufen? Schnell, ja, schnell ist schön. Da kann ich verkaufen. Moin, ich wollte einmal. Ihr solltet euch ein Greifenei-Omelett besorgen. Habt ihr euch verdient? Gibt's das hier? Gibt's das bei ihr oder was? Ihr solltet euch ein Greifenei-Omelett besorgen. Habt ihr euch verdient? Ja, entspann dich. So. Weckt Betrunkene, nehmt Bestellungen von Gästen entgegen, beruhigt Störenfriede, beschützt Doilas und repariert die Umzäunungen. Machen wir los. Bestellender Gast, ich habe gehört, das Fleisch soll hier sehr schmackhaft sein. Besorgt mir einen Fleischspieß. Nicht mal was Anständiges zu essen kriegt man hier. Wo ist denn der Fleischspieß? Fleischstand. Hier, ich habe einen Spieß für dich. Ihr sucht Wissen. Danke, dann wollen wir doch mal sehen, ob das Fleisch wirklich so gut ist. Ich hoffe. Das ist die Chefköche. Hallo? Rauflustiger Gast, der kriegt jetzt einen rauf. Dieses Bett stinkt. Einmal im Jahrhundert Staubwischen zählt nicht. Das ist zu wenig. Offenbar muss ich wohl etwas sauber machen. Das ist erstmal ein Rauf hier. Bams, bams. Die Gäste mal wieder ein bisschen zurückholen hier auf in die Vernunft. Was ist mit dir los? Er bestellt was. Bringt mir einen Krug Bier und verschüttet nicht einen Tropfen. Alles klar. Wo gibt's denn hier was zu trinken? Das ist, ich will gar nicht wissen, was das ist hier. Ah, ha, 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 ja, da freut sich jemand. Oh Mann, du, hier gibt's Trinken. So, pass auf, ich bring dir Alkohol. Nicht mal was Anständiges zu essen kriegt man hier. War davon sie das? Der Küchenmeister hören. Nee, sie war rauflüssig. Warte. Wo war der? Wo ist sie denn? Sie wollte das. Da. Bitteschön, gerne geschehen. Die will sich verprügeln. Die Bärin steht mir bei. Ist das hier ein Omelett? Sieht eher wie Greifenexkremente aus. Das ist doch lecker, ne? Was Anständiges zu essen kriegt man hier. Das hier ist Spezialität des Hauses. Greifenexkrement-Omelett-Ei. Sehr lecker, sehr nahrhaft. So, die hat gerade schon was bekommen. Wie sieht's bei dir aus? Jo, du willst ein Bier? Sollst du kriegen? Oh, mal eben fix ein Bier holen. Pass auf, da, hier. Zapfen. Wo ist er denn? Da sollst du dein Bierchen haben, ne? Jo, das wollte ich, bitteschön. Was willst du? Fleischspieß, sollst du auch kriegen. Oh, muss man hier echt alles übernehmen, ne? Man muss auch mal sowas machen hier. So, lecker. Das sieht sehr roh aus, muss ich sagen, aber hier, bitteschön. Was geht hier hinten los? Muldi, Einheimischer, bestellender Gast, was willst du denn? Fleischspieß, so, sollst du kriegen. Gehen wir mal eben zur Fleischspießannahme. So, da haben wir doch einen. Gib her, gib mir Fleischspieße. Ich will den nicht begrüßen, ich will einen Fleischspieß. Und wir scheinen keine... Da, na also. Gib mir die Fleischspieße. Ob es sich da hinten bin, ist er kalt, doch. Bitteschön. Ihr habt ein freundliches Gesicht. Ja, man tut, was man kann, ne? Ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal genug hier drin gemacht. Man kann hier draußen auch noch irgendwo Zäune reparieren. Würde ich jetzt auch mal eben noch machen. Das sieht ja nicht gut aus hier. Das sieht ja gar nicht gut aus. Ich will ihn nicht begrüßen. Ich will den Zaun reparieren. Das sieht ja schlimm aus. So kann man sich natürlich auch nicht vor den Schaufeln schützen, wenn hier nicht gearbeitet wird. Und was? So, Zaun sieht wieder gut aus. Läuft doch die Kiste. Man ist ja so ein bisschen Mädchen für alles, ne? So, da wird ein Doyak angegriffen. Das kann man natürlich auch nicht zulassen. Oh, scheiße, falscher Skill. Okay.
Lass mal schön hier unsere Tierchen in Ruhe. So geht das ja nicht. Auch noch mehr Zäune, die kaputt sind. Auch die Zäune werden noch repariert. So. Du auch noch. Und du... Nee, nicht mein Polarfuchswelpen, der Arme. Den wollen wir nicht mit so einem Hammer zerquetschen. Das kommt nicht gut. So, auf ihn aufpassen, den Kleinen. So. So. Ah, die auch noch. Läuft die Kiste. Und dich auch noch. So. Zaun ist repariert. Läuft. Gut, dann gehen wir mal wieder rein, würde ich sagen. Bestellen da Gast, du stehst ja draußen. Nee, da merkt ja keiner, dass du hier bist. Ein Fleischspieß sollst auch du bekommen. Auch nach draußen wird geliefert. Wir machen hier alles. Gib mir mal gerade so ein Stück Fleisch. Ja, das freut mich für dich. Freut mich für dich. Du musst ja nicht Gast sein. Hier. Das sieht gut aus. Danke. Immer gerne. Dann wollen wir doch mal das jetzt in uns durchlesen. Natürlich haben wir immer noch Schwierigkeiten in den Donnerhörnern. Aber dank eurer Hilfe halten sich diese in Grenzen. In der Kneipe gab es keinen Ärger mehr mit ungezogenen Gästen, seit ihr weg seid. Eure Disziplinarmaßnahmen scheinen sich herumgesprochen zu haben. Einfach einen auf die Nusche geben, ne? Und wenn es weniger Arctodus in der Gegend gibt, schlafen auch meine Dojaks ruhiger. Kommt mal wieder vorbei, ich gebe euch einen aus. Ja, danke, danke. Das Angebot werden wir natürlich gerne annehmen. So, wo geht's weiter? Da oben ist auch noch eins. Gehen wir hier unten, glaube ich, lang, ne? Machen wir einfach mal, wir gehen mal einfach hier unten ein bisschen hier durch die Gegend. Da liegt noch ein Betrunkener. Oh, den hätten wir auch noch kaputt hauen können. Aber, ja, ja, komm. Ganz gemütlich. Man muss sich ja auch nicht überarbeiten, ne? So ist es ja dann auch nicht. Ei! Ein Rabe. Was ist das denn hier Cooles? Das muss irgendwas vom Add-on sein. Oh, oh, oh! Zähmen? Zähmen? Kann ich nicht zähmen? Habe ich schon gezähmt? I don't know. Ich scheine ihn nicht zähmen zu können. Dann scheine ich ihn schon gezähmt zu haben. Hoffe ich mal. Oder es geht nicht. Aber normalerweise kann man doch die grünen Jungen immer zähmen. Aber er sagt nichts. Also bin ich mal, ich bin zuversichtlich, dass wir den schon gezähmt haben. Kann auch durchaus sein. Wir sind ja schon ein bisschen unterwegs gewesen hier. Mein Erinnerungsvermögen ist nicht allzu gut. Es ist wirklich lang her, dass wir gedottelt haben. Es tut mir auch wirklich leid, dass ihr so lange warten musstet. Aber ich versuche immer mein Bestes. Aber es ist halt, ich habe ein bisschen viel Zeug angefangen momentan, muss man leider wirklich sagen. Irgendwie weiß ich nicht, was mich geritten hat. Es gibt halt so viele schöne Sachen, die ich euch auch gerne zeigen will. Da. Die kann ich auch nicht. Habe ich dich auch schon gezähmt? Weil ich sehe hier keinen jungen Schneeleoparden. Das wundert mich. Muss ich meine Waffe wegstecken? Normalerweise kann ich das doch jetzt zähmen. Guck mal, du bist doch süß. Ein Junges. Das muss doch gehen. Wieso kann ich die nicht zähmen? Oder habe ich das doch schon? Nö. Junge Hyäne. Schneeluchs. Spindel. Junger Eber. Schwarzbär. Moor, Jaguar. Da, den Arctodus haben wir doch schon. Aber Schneeleopard sehe ich jetzt nicht. Wolf, da, junger Schneeleopard. Und da ist ein Schneeleopard ein Junges. Aber müssen die müssen, glaube ich, junger Schneeleopard heißen und nicht Schneeleopard ein Junges, ne? Warte mal. Was ist das hier? I don't know. Wir sind, also das ist, glaube ich, so rum falsch. Die müssen junger und dann irgendwie heißen. Dann klappt das. Da habe ich mich jetzt einfach geirrt. Aber den anderen hatten wir auf jeden Fall tatsächlich schon. Das ist schon mal gut. Und jetzt gucken wir mal, wo uns das hier hinführt. Ich glaube, man soll hier nicht langlaufen, so schlecht texturiert, wie das aussieht. Aber wir machen es trotzdem. Wir können ja das jetzt. Oh, was haben wir denn da unten? Was haben wir denn da unten? Das sieht doch nach 10 Waren aus. Junges, Junges, Junges. Ne. Irgendwo hier werden wir schon noch welche finden. Ich bin zuversichtlich. Dort wird sich geprügelt. Oh, warte, warte. Ja, Hahn ist gut. Ist gut, wir haben es gehört. Erinnert ihr euch noch an den Hahn? Er beendet die Folgen. Okay.
Ihr habt den Hahn gehört, das heißt, wir machen hier erstmal einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Sorry, wie gesagt, nochmal, dass es so lange gedauert hat. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder. Wir werden gucken, ob wir hier doch noch irgendwie vielleicht einen Schneeleoparden auftreiben und machen uns sonst erstmal auf hier zu diesem Herzchen. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.